Was ist Reihenfertigung? Nun, Reihenfertigung, Sie sehen schon, das Wort verrät es im Grunde schon, ne? Fertigung in der Reihe. Und das wiederum bedeutet, nee, fangen wir anders an. Ja, Sie wissen, Fragen, die mit ist daherkommen, sind ein bisschen kritisch. Warum? Warum? Weil man hier die Kurve kriegen muss. Was ist Reihenfertigung? Und hier kann man die Kurve kriegen, indem man sagt, bei der Reihenfertigung. Bei der Reihenfertigung macht man Folgendes. Ich schreibe es mal hin. Bei der Reihenfertigung. So, und jetzt leitet man über zu einem Verb, nämlich dort werden die Maschinen in der Reihe angeordnet. Maschine 1, Maschine 2, Maschine 3, Maschine 4 werden in der Reihenfolge so angeordnet, wie die Arbeitsschritte es erfordern. Bei der Reihenfertigung werden die Maschinen so angeordnet, wie die Arbeitsschritte es erfordern. Das ist Reihenfertigung. Wenn wir also zunächst bohren müssen, dann steht hier die entsprechende Maschine. Wenn wir danach fräsen müssen, steht hier die entsprechende Maschine. Wenn wir danach schleifen müssen, steht hier die entsprechende Maschine. Und wenn wir danach polieren müssen, steht hier die entsprechende Maschine. Und das Ganze erfolgt in einer Reihe. Und das, was dann entsteht, nennt man dann auch eine Fertigungsstraße. Sodass Sie gleich die Frage beantworten können, was ist eine Fertigungsstraße? Und dann können Sie wieder die Kurve kriegen. Bei einer Fertigungsstraße, und jetzt können Sie im Grunde die gleiche Antwort geben, werden die Maschinen so hintereinander angeordnet, wie die Arbeitsschritte es erfordern. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.